Hallo meine Süßen, willkommen auf meinem Channel. Ich habe heute ein neues Haul für euch, ein Raubzug, also nicht Raubzug in dem Sinne, auch nicht Haul in dem Sinne, wie man es jetzt normalerweise kennt, man geht los, geht in den Laden und kauft und zeigt dann, nein. Ich habe von einer ganz, ganz lieben Subscriberin, wir schreiben uns auch immer mal ein bisschen, ein ganz tolles Riesenpaket bekommen. Und ja, ich habe auch sonst noch ein paar Kleinigkeiten bekommen, halt alles aus Deutschland. Und ich dachte mir einfach, ich zeige euch das jetzt mal, weil, keine Ahnung, ihr werdet wahrscheinlich eh die Hälfte kennen, aber trotzdem, ich freue mich drüber und deswegen wollte ich euch daran gerne teilhaben lassen und dachte mir einfach, vielleicht hat ja der ein oder andere irgendwas noch nicht oder so. Und ja, zeige es euch dann jetzt trotzdem mal. Ja. Ah ja, und eine Kleinigkeit ist noch dabei, ist bei euch auch schon lange, 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 lange um die Ecke rum. Und zwar von Essence, die Fairy Tale LA, die war jetzt bei uns vor einer Woche im Laden. Also ich wollte eigentlich ganz was anderes und habe den Aufsteller nur durch Zufall gesehen. Und dachte mir so, nirch. Also die ganze Zeit ohne gelebt und jetzt nimmst du doch was mit. Naja, okay. Das sind aber nur ganz wenig Sachen und die wollte ich euch nur ganz schnell zeigen. Und ja, alles andere ist mainly Alverde und Catrice. Und ja. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt einfach mein saudumpf mein Drawer mitgebracht. Ja, ich habe jetzt einfach dieses Ding jetzt da mitgebracht, weil ich da alles drin habe und da muss ich nicht alles einzeln tragen. Ja. Und deswegen, bevor wir jetzt noch 5 Stunden babbeln und keine Ahnung was, zeige ich euch das jetzt einfach ganz schnell. Und zwar fange ich jetzt ganz schnell mit Dingens da an, hier mit Essence. Und zwar, ich habe mir 2 Lidschatten, Eyeliner und dieses komische Puder da geholt, weil ich fand, im Laden hat das toll geswatcht. Ich weiß nicht, ob ich es jemals benutzen werde. Keine Ahnung. Ja. Aber bevor ich jetzt noch mehr durch die Gegend schmeiße, ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit dem ersten Lidschatten. Das ist der hier. Und zwar die 04 Fairy Berry. Das ist so ein schönes dunkles Lila. Ich habe ihn jetzt schon einmal abends, ich weiß nicht, ob es am Abend lag, dran lag, benutzt. Er kommt so super schön raus. Klar, ihr kennt das alles. Es tut mir leid, aber ich zeige es euch trotzdem. Der kommt so super, super schön raus. Aber das Problem ist, wenn man den verblendet, bleibt von diesem tollen Glitzer, der da drin ist, überhaupt nichts übrig. Das hat mich ein bisschen gestresst, weil der kam dann total matt raus. Gut, die Lidschatten kosten bei uns 1,99, also 1,99 $, von daher ist jetzt auch nicht so super schlimm. Ich fand ja nur das Design so süß und das ist der zweite 03 Humpty Dumpty. Humpty Dumpty ist mir so ein lila Grau. Den finde ich eigentlich auch ganz schön, der hat auch so schön Glitterpartikelchen da drin. Und bei dem ist aber genau das gleiche, der ist sogar noch ein bisschen heller geswatcht da. Und das gleiche, wenn man den verblendet, dann bleibt halt relativ wenig vom Glitzer übrig. Also der verblendet auch ziemlich matt. Dann habe ich noch diesen Glitzer-Eyeliner geholt. Und zwar, was ist da die Nummer? Ebenfalls 03 Humpty Dumpty, also das ist eine Farbe. Und den finde ich aber irgendwie wiederum ganz schön. Also der gefällt mir gut. Dieses kleine Bürstchen da. Und ja, da muss man zwar auch ein paar Mal drüber gehen, aber ich finde ihn über einem, entschuldigt bitte, ich habe immer noch Schnupfen. Da ist der jetzt. Ich finde ihn über einem Schwarz ganz schön. Also gefällt mir, wenn man den dann so ein bisschen, das Schwarz ein bisschen abändern kann. Ja, und das letzte ist dieses Pixie Dust Powder. Shimmer Powder for Natural and Fresh Shimmering Glow. A Glow. Und ich fand ihn so cool, weil der irgendwie, der hat so, der hat so schön schimmernd geswatcht im Laden. Er schimmert auch schon ein bisschen, aber sieht er jetzt eh nicht. Er schimmert schon auch ein bisschen auf dem Gesicht, aber ist jetzt nicht so der Brüller oder sowas. Und er riecht lecker. Also irgendwie riecht er lecker. Der riecht nach irgendwas, was ich kenne. So. Und jetzt, ach so, ja. Um dabei zu bleiben bei der Fairy Tale LA. Und zwar habe ich das, aber das habe ich schon geschenkt bekommen. Und zwar ein Lipgloss. Und zwar die 01 Fairy Berry. Das ist dieser Lila, ne? Und den finde ich auch sehr, sehr schön. Also der gefällt mir richtig gut. Und die riechen fruchtig. Aber der hat irgendwie so einen ganz komischen Unterton.
beim Riechen, finde ich. Der hat irgendwie was Plastikmäßiges noch dabei. Und was mal ein bisschen Lippenpflege drunter tun, dann schmeckt man ja die Lippenpflege so. Also so richtig schöner, bäriger Ton. Und der kommt noch ganz gut auf den Lippen raus. Dann, ich beeile mich nur ein bisschen, weil sonst babbel ich euch da jetzt gleich eine halbe Stunde zu. Und ja, zwei Lippenstifte von Catrice. Ich weiß gar nicht, wie ich mich heute hinsetzen soll, mir tut der Rücken weh. Zwei Lippenstifte von Catrice. Und zwar, die sind beide, eins aus der LA und eins aus dem alten Sortiment. Also, einmal haben wir aus der Expect the Unexpected die 03. Wie heißt der jetzt? Purposely Purple. Of course it is purple. Probably purple. Und so sieht der aus. Und das Geile ist, das Coole ist, ich wollte, war jetzt gerade auf dem Trip, mir unbedingt so einen Lippenstift holen zu müssen, weil, ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt irgendwie was total schön Bäriges haben, auch wenn Frühling kommt, aber der kommt ja nicht wirklich. Also von daher. Und der ist so schön auf den Lippen. Also ich habe ihn echt schon ausprobiert. Und da passt halt auch das Lipgloss ganz gut darüber. Und der schmeckt richtig toll fruchtig. Ich liebe Lippenstifte, die so einen fruchtigen Geschmack bei haben. Also das mag ich total gern. Und ja, und der ist so schön glossig auch. Und den finde ich auch voll gut. Also ich finde, ja, ich rieche nicht allzu viel, aber ich finde sowas halt total genial. Und was ich wirklich sagen muss, also das sind meine ersten Catrice Lippenstifte, die Verpackungen, finde ich echt gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es im neuen Sortiment sind, aber die machen wirklich keinen billigen Eindruck. Vor allem in der. Der war aus dem Standardsortiment und er ist auch rausgegangen, so viel weiß ich. Und zwar aus der Absolute Moisture, der 010 in Gentle Nude. Ich glaube, das ist so ein großer Renner, kann das sein? Und ich habe einen davon bekommen. Das ist der Farbton. Und der ist voll schön. Also der gefällt mir. Es ist halt so ein richtiges Lippen-Nude. Der hat total die Farbe von den Lippen, also von den meisten Lipptönen. Und ich könnte ihn jetzt mal kurz auftragen. Ich habe da hinten dann noch. Seht ihr das? Der hat so einen richtig schönen Lippenton. Gefällt mir echt gut. Also hier so nochmal. Das sind die zwei von Catrice. Purposely Purple und Nude Kiss. Nee, Gentle Nude. Und Gentle Nude. Und auch da. Also mir gefällt echt die Verpackung richtig gut. Die schließt gut. Prima. Dann habe ich zwei Lidschatten bekommen. Und zwar einen habe ich euch jetzt quasi schon mal gezeigt. Den habe ich jetzt doppelt. Aber das macht überhaupt gar nichts. Und zwar ist es der 080 Help I'm Stranded. Und es ist halt so ein echt cooles, schönes. Ich zeige euch jetzt einfach den alten. Ich glaube, das ist der, den ich jetzt schon benutze, weil der ist gerade benutzt. Aber ist egal. Das ist der hier, dieses, ja, so ein Champagner Beige. Das ist der Highlighter-Ton. Ja, der Highlighter-Ton. Das ist der Highlighter-Ton. Und den finde ich echt richtig, richtig schön. Also der passt vor allem im Augeninnenwinkel total gut. Und jetzt Finger säubern. Und dann haben wir hier so ein tolles Braun. Und das ist richtig genial geil pigmentiert. Und die sind so weich, die Lidschatten. Ich finde die total schön. Also, die beiden. Help, I'm Stranded. Und ich finde auch da die Verpackung halt irgendwie ziemlich cool. Die gefällt mir gut. Und dann habe ich noch einen bekommen. Und, ach, Annette, danke schön. Du hast keine Ahnung. Ich habe gerade einen Tag vorher noch davon geredet. Und zwar der Heidi Blom. Die 280 Heidi Blom. Den habe ich jetzt so oft bei YouTube gesehen und gerade bei Miss Sophie 89, die benutzt den auch sehr, sehr häufig. Und ich fand die Farbe einfach total cool. Also gerade so für den Außenwinkel vom Auge oder so ein bisschen in die Crease mit rein, finde ich einen matten Lidschatten total cool. Und ich habe nicht allzu viele matte Lidschatten. Ja gut, einige. Ist egal, werdet ihr noch sehen. Aber der hier, der ist so toll. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Lila. Richtig dunkel, mattes Lila. Und der ist auch genauso super hoch pigmentiert. Also, bin da total begeistert davon. Seht ihr das? Den kann man richtig cool mit dem Grau, mit dem Blau, mit ja, aller möglichen Töne. Oder auch mit einem hellen
Beige-Ton. Kann man den super, super gut mischen. Und ich, also den finde ich einfach nur kracher. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ja, das, meine Lieben, sind meine Catrice-Sachen. Und jetzt, ja gut, und die paar Essence-Sachen. Und jetzt kommen wir zu Alverde. Und da habe ich auch einiges bekommen, aber aus verschiedenen Paketen. Und das zeige ich euch jetzt ganz schnell. Ich habe auch von noch einer lieben Abonnentin, also ich habe von zwei Abonnentinnen, ganz, ganz, ganz süße Paketchen bekommen. Und eine Abonnentin, das hatte ich euch ja letztens in meinem YouTube-Sorry-Video gesagt, die hat mir ganz selbstlos ein schönes kleines Päckchen zukommen lassen mit ganz, ganz viel Alverde drin. Und ja, die zeige ich euch natürlich jetzt auch gleich noch mit. Und wir starten jetzt einfach mal, weil ich habe, glaube ich, jetzt euch noch gar nichts von Alverde. Außerdem Concealer habe ich euch noch nichts gezeigt. Und zwar, ich fange jetzt einfach gleich mal mit den Lidschatten an. Und zwar, Annette, hilf mir mal aus. Ist das der Lidschatten? Weil ich habe das jetzt immer wieder gehört, dass Alverde hat irgendwie so Lidschatten oder irgendwelche Proben an die OB-Tampons reingemacht. Ja, Leute, bei mir gibt es nur ab und zu mal OB. Also, das ist ein Importware. Und die wird nicht immer. Also, da darfst du deine Tage auch nicht jeden Monat haben. Wenn du da keine OB hast, hast du Pech gehabt. Also, von daher, kann das sein, dass das ein Lidschatten war, der da dran war? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch super. Ist auch egal. Ich freue mich total über die Farbe. Wollte sowas schon immer haben. Und ich denke mir nur, weil das hinten der Code durchgestrichen ist. Also, das ist der hier, die 13 Mokka. Der Lidschatten da von vorne. Ich finde die Verpackung irgendwie, mir gefällt dieses Grün total. Ich mag die Art von Grün. Ich liebe diesen Farbton. Und das ist hier so ein schöner, ja, natürlich Mokka-Ton, wie die Farbe sagt. Und was ich an Alverde liebe, Leute, die riechen. Ich finde die Sachen riechen einfach so genial. Die riechen so schön pudrig und frisch und auch irgendwie total lecker. Also ich mag den Geruch. Und so ist der Farbton. Das ist so ein schönes, ja, einfach Mokka-Braun. Und den benutze ich ganz gerne auch ganz über das komplette Lid. Und dann nur so ein ganz kleiner Hauch von Gold drüber. Ich finde den sehr, sehr schön. Ja, ist er geswatcht. Also ich habe mir gerade die Hände abgeputzt. Finde ich einfach nur super, super schön. Ich kann die nicht überhaupt. Ich kann nicht aufhören, dran zu riechen. Oh, ja, natürlich schmeiße ich ihn runter. Dann Lidschatten Wise. Ich habe von meiner quasi Schwägerin, hallo Steffi, habe ich auch ein paar Sachen bekommen. Und zwar habe ich zwei Lidschatten bekommen, und zwar zwei von diesen gebackenen Lidschatten, die hier. Und einmal haben wir, lasst mich gucken, 09 Nude Rose. Das ist der hier. Und Nude Rose sieht so aus. Und ich finde den, also die riechen übrigens nicht, oder? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Und das ist hier so ein, wie ihr wisst, ach, einer meiner absoluten Lieblingstöne. Und zwar so ein Nude Rose, also der hat so einen ganz leichten Rose-Schimmer. Und ich finde, der geht so, also die fassen sich, fühlen sich auch total weich an, sind gut pigmentiert. Ich hoffe, man sieht das jetzt, weil es natürlich diese hellen Töne sind, da schimmert er. Und den kann man wirklich sehr, sehr schön auch im Innenwinkel tragen, beziehungsweise halt so im inneren Lidrittel, wie ich das ganz gerne mache, wie ihr das ja wisst. Und den zweiten, den wir haben, ist die Nummer 08, Golden Chestnut. Und das ist so ein richtig schönes Goldbraun. Da. Ich liebe Brauntöne, ich liebe diese Nude-Töne. Ich liebe aber auch unglaublich Pinktöne, so bärige Pinktöne. Aber der hier ist wirklich so geil, weil der ist halt so ein richtiges Goldbraun. Also der hat so richtig schön viel Gold mit drin. Finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, die Pigmentation, die ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen für die Preise, die Alverde dafür hat, finde ich das richtig cool. So, dann habe ich von der lieben Abonnentin, von der lieben Jessie, einen Quad bekommen von Alverde. Und zwar ist das die
316 Mareike. Ich finde die Namen finde ich ja schon mal geil. Was trägst du denn heute auf dem Auge? Mareike und du? Also, das ist das Quad. Und das sind auch sehr, sehr, sehr schöne Farben, die mir wunderbar gefallen, also die ich sehr liebe. Und wir haben hier einmal so ein Pink, ein Puderpink, dann so einen leichten Flieder-Lila-Ton. Dann haben wir hier ein schönes helles Blau und zum Schluss noch ein richtig dunkles Petrolblau. Petrol. Entschuldigung. Also die finde ich auch richtig schön. Und bei denen ist genauso, die riechen so toll. Die riechen yummy, 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 yummy. Ich weiß nicht warum, also die riechen wirklich richtig, richtig lecker. Geht mal an die, geht doch mal alle an die Alverte-Theke und schnuppert. Was denkt ihr denn, wie sich die Verkäufer freuen? Fragen sich, ob ihr irgendwie alle einen getrunken habt oder so. Ist super. So, dann kommen wir zu den Rouge. Und ich habe zwei Stück bekommen. Und zwar einmal auch einen gebackenen Rouge. Und den finde ich richtig cool. Der schimmert so schön auf den Wangen. Das ist der hier. Die Nummer 10 Peach. Da. Und so sieht der Ganze aus. Ich dachte erst so, ja, den muss man aufpassen, wenn man dieses gebackene Rouge und die Lidschatten zusammen hat, kommt ganz schnell so unter dem Motto, huch, sieht aus wie ein Lidschatten, aber ist ein Rouge im Blush und der sieht so schön, das ist so ein richtig schönes Peach, so ein richtig schön Schimmer-Peach-Farbe, der gefällt mir so gut. Den habe ich jetzt auch schon öfter getragen, finde ich richtig, also seht ihr da, der schimmert so schön und ist exakt die Farbe, die ich liebe. Ne. Die gebackenen Sachen riechen nicht. Dann habe ich noch einen normalen Puderrouge. Und zwar die 01 Apricot. Apricot. Und das ist der hier. Also hier. Die 0. Ja. Da. Und der ist halt so richtig schön. Ja, so ein Aprikotfarben. Und so ein richtig schöner Puderton. Da ist wieder der. Den finde ich auch klasse. Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal drauf. Mein Mann meinte, ist der rot. Und ich meinte da so, nee, überhaupt nicht. Den muss man schon ein bisschen auftragen. Also der ist garantiert nicht rot. Seht ihr das? Das nur so ein ganz bisschen. Wenn man den muss man ein bisschen drauf auftragen, ein bisschen draufpacken. Aber ich mag den Ton sehr, sehr gern. Und natürlich den Geruch. Ich gehe gerade, glaube ich, tierisch auf den Sack. Egal. Dann habe ich noch einen Eyeliner bekommen. Und zwar den schwarzen, die 01 schwarz. Und den habe ich aufgemacht und war erstmal so, ups. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob der nicht gleich aus dem Töpfchen kommt, weil der sieht ziemlich flüssig aus. Und er ist auch ziemlich flüssig. Also es ist eine Mischung zwischen einem Gel-Eyeliner und einem Flüssig-Eyeliner. Man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Pinsel. Also der kleckert auch ganz schnell. Aber was ich richtig geil finde, ist die Farbe. Er ist so richtig schwarz-schwarz. Also der ist richtig, ja fast ein bisschen lackschwarz. Und das habe ich bis jetzt überhaupt gar keinen. Ich habe zwar einen Flüssig-Eyeliner auch noch von Urban Decay, aber der ist halt auch eher so, ja, der ist schon auch tiefschwarz, aber der ist so lackschwarz und das finde ich richtig geil. Also das gefällt mir echt extrem gut. Und ja, jetzt habe ich noch etwas bekommen und zwar sind das so eine Anti-Aging-Korrektur-Puderperlen. Und ich glaube, die gibt es auch in einem neuen Sortiment nochmal ohne Anti-Aging und das sind hier diese lustigen Perlen. Und die machen einen richtig tollen Schimmer. Weiß zwar nicht, was da dran Anti-Aging ist, aber das ist mir auch wurscht. Das interessiert mich jetzt nicht. Aber ich kriege jetzt nicht wirklich viel ab dafür, um es euch zu zeigen. Aber seht ihr das? Der schimmert so ein bisschen und ich liebe dies, den als Highlighter zu benutzen. Also der kommt dann einfach hier so ein bisschen unter Wangenknochen, über den Wangenknochen. Immer diese Verwechslungen. Mir fängt langsam der Fuß an einzuschlafen, deswegen bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. So, und außerdem ist meine Zeit bald um und deswegen muss ich mich jetzt total beeilen. Und dann habe ich noch zwei Sachen bekommen, die ich auch, einen habe ich mir nochmal gewünscht, weil ich von diesem Camouflage-Concealer so begeistert bin, wollte ich nochmal einen haben als Backup. Man weiß ja nie, wann man wieder dazukommt. Und das ist die 002 Beige. Und der sieht so aus.
Also der ist noch ganz neu. Ich benutze meinen anderen jetzt momentan. Und dann habe ich noch einen bekommen in der Farbe 001 Sand. Beige Sande. Und der ist halt ziemlich hell. Aber der geht auch ganz gut. Also man kann auch beide mischen. Funktioniert wunderbar. Ich bin sehr begeistert von diesen Camouflage Concealern und werde euch da bestimmt bald eine Review drüber geben. So, jetzt habe ich noch ein paar Lippenprodukte. Und zwar habe ich einmal... oh Gott, die Zeit rennt. Und zwar habe ich einmal hier so einen Lippenstift. Also das ist mehr so ein bisschen eine Art zwischen Lippenstift und Lippenpflege. Der ist in der Nummer 111. Berry. Und ich liebe den. Der riecht super fruchtig. Der riecht ein bisschen wie so ein Fruchtbonbon. Wie so ein Fruchtsaft. Und das ist jetzt der hier. In der Mitte. Das ist ein richtig geiler, toller, heller Pink-Bär-Ton. Also so sieht der Ganze aus. Und ich finde den, also ich mag den unglaublich gern. Gibt es die im normalen Sortiment? Weiß das einer? Kann mir da einer weiterhelfen? So, und dann haben wir noch einen Lippenstift in der Farbe 121, ebenfalls Mareike. Also wir tragen heute Mareike und du, Amado. Ha! Scherz beiseite. Der ist hier auch wieder so ein schöner Nude. Nude. Und auch der gefällt mir richtig gut. Aber unter den muss ich eine Feuchtigkeitspflege geben, der ist ein bisschen trocken. Macht aber nichts. Der schimmert zwar so ein bisschen, also als wenn er so eine Pflege mit drin hat, aber... macht nichts. Da mache ich eine Feuchtigkeitspflege drin und dann gefällt mir der Ton unglaublich gut. Das ist so nicht so ganz richtig nudisch. Der geht dann schon so ein bisschen mehr ins Rosafarbene, was mir sehr gut gefällt. Dann habe ich noch drei so Typchen bekommen und zwar die hier. Es sind jeweils 15 Milliliter drin, was ich gerade sehe, was ich cool finde. Und zwar habe ich einmal das hier bekommen, was ich jetzt irgendwie ständig benutze und zwar Gloss Peeling. Mit Vanille und Rohrzucker, also das ist halt einfach nur so ein schier, so ein schierer Ton. Und der hat ein paar, ich weiß nicht, seht ihr das, wie so kleine Dingens drin. Rohrzuckerperlenchen. Aber die merkt man auf dem Lippen überhaupt gar nicht. Finde ich aber nicht schlimm. Kann man gut als so ein bisschen leichten Gloss benutzen. Kann man gut als leichten Gloss benutzen und ja. Kann ich mir überall mit hinnehmen. Dann haben wir noch Gloss Tube mit Kakaobutter in der Nummer 212 Milk Chocolate. War das eine LA? Kann das sein? Das weiß ich jetzt gar nicht mal. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es den im normalen Sortiment gibt. Und der riecht einfach nur nach, ich glaube, nach Schokolade. Und ja, der ist, also generell sind Glosse ja mehr so durchsichtig. Der hat so einen ganz leichten braunen Schimmer da. Den finde ich auch wunderschön. Und natürlich Schokolade. Ich liebe Schokolade. Und dann haben wir noch einen mit Fruchtsaft und der ist mit Erdbeersaft. Und der ist auch lecker. Ich liebe Schokolade, Erdbeere und Vanille. Also ich bin sehr, sehr happy damit. Und der ist halt jetzt dann einfach so ein bisschen, ja, Erdbeerton halt. Und der schmeckt auch sehr, sehr lecker auf den Lippen. Ich weiß, ich habe einen Vogel mit den Sachen, wenn es irgendwie auf die Lippen geht oder so. Aber ich finde die sehr, 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 sehr schön. Also wer auf so Glosse steht und sowas und darauf, dass das Zeug nach irgendwas schmeckt, holt euch die. Die sind gut. Die sind wirklich gut. So, und das war jetzt mein Alverde, Catrice und Essence Haul. Ich habe noch ein paar P2 Nagellacke, noch ein paar Essence Nagellacke, aber ja... die zeige ich euch irgendwann mal mit meinen kompletten Nagellacken zusammen, weil das sprengt hier jetzt sowieso schon alles gerade das Video und ich muss mal überlegen, ob ich das alles auf zwei Teile mache oder was. Und ja, als nächstes kommt dann irgendwann meine MAC Lidschattensammlung, da habe ich auch eine ganze Menge und das wird auch mehrere Teile werden, also wer das gucken möchte, freut euch schon mal drauf. Und ja, meine Zeit ist jetzt fast um, meine Kamera macht gleich die Schotten dicht. Und ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Gebt mir ein Däumchen nach oben. Freue ich mich doch immer drüber. Und ganz viele Kommentare bitte. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.